Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Social Media Art-Termin im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Jahreswechsel, vermutlich eher ruhig in diesem Jahr. Und ja, insgesamt unser 11. Termin, letztes Monat dieses Semesters. Das heißt, die Prüfung bzw. der erste Prüfungstermin nähert sich. Dazu nur ganz kurz, wir haben morgen eine Besprechung, also Anni Walther, Flora und ich, da werden wir nochmal dann genau durchgehen, wie die Prüfung abläuft. Es wird sich um eine Online-Prüfung handeln. Wie gesagt, ich werde Ihnen dann nächste Woche noch genauer sagen können, wir würden tendenziell ganz gern eine Multiple-Choice-Prüfung machen, ist aber noch nicht sicher, ob das möglich ist, ansonsten gibt es offene Fragen. Genaue Details dazu nächste Woche. Das passt auch ganz gut zu der Frage, die mir eine Kollegin geschickt hat zu den Prüfungsmodalitäten, was denn nun genau relevanter Prüfungsstoff ist. Ich habe es am Anfang des Semesters bereits gesagt, im Wesentlichen sind es bei meinem Teil, bei der Social Media A, die Vorträge, die Sie mittlerweile auch bis zum Termin 10, bis zur letzten Woche im Moodle finden. Und wie gesagt, es sind letztendlich, ich bin kein großer Fan von Auswendiglernen. In manchen Bereichen ist es natürlich notwendig, wenn Sie mit Statistik zu tun haben und mit Formeln arbeiten, ist ein gewisses Auswendiglernen unerlässlich. In dem Bereich, in dem wir arbeiten, da gibt es natürlich einige Fachbegriffe, die man kennen sollte. So etwas wie CTA, Call to Action, Social Reaction, diese Dinge. Aber ich glaube, wenn Sie sich die Vorträge anhören, dann ist es sehr schwierig, da nicht zu wissen, was das ist. Im Wesentlichen geht es darum, denke ich, die Themen zu kennen, den Hausverstand zu verwenden. Also Prüfungsvorbereitung reicht vollkommen aus, wenn Sie sich die Vorträge nochmal anschauen. Vielleicht die wichtigsten Stichwörter, je nachdem wie Ihre persönlichen Lernpräferenzen so sind, mit exzerbieren. Und wie bereits auch, wie Sie auch seit Beginn des Semesters wissen, wir haben ja die zwei Übungsarbeiten hier in diesem Teil, also insgesamt vier Übungsarbeiten, zwei bei Professor Walther, zwei bei mir. A 2,5 Punkte, das heißt 4 mal 2,5 sind maximal 10 Punkte, die Sie sich da vor der Prüfung als Bonuspunkte eben holen können. Und 10 Punkte entspricht eben genau einem Notengrad maximal. Das heißt, ich glaube, wie gesagt, mit dem Anschauen der Vorträge werden Sie für die Prüfung in jedem Fall gut vorbereitet sein. Egal, ob es sich denn nun um Multiple-Choice oder offene Fragen handelt. Sie müssen auch bei der Online-Prüfung keine Angst vor Zeitdruck haben. Das werden wir auf jeden Fall so machen, dass es sich leicht ausgeht, die Fragen zu beantworten. In jedem Fall sind es insgesamt 100 Punkte, die es bei der Prüfung eben gibt. Bei Multiple-Choice-Fragen werden es natürlich einige Fragen mehr sein, bei offenen Fragen insgesamt 10 Fragen. Wir werden Ihnen auch nächste Woche Beispielsfragen für die Prüfung zur Verfügung stellen. Ansonsten alles in Moodle. Wenn Sie Fragen haben, werfen Sie sie in den Chat, tippen Sie sie in den Chat. Auch ansonsten sollte es irgendwas geben zur Übungsarbeit. Ach ja, das sollte ich noch erwähnen. Die Übungsarbeiten schauen wir uns an und wir werden auch dann vorab vor der Prüfung die Ergebnisse veröffentlichen. Aber wie ich auch gesagt habe, da analysieren wir nicht mit der Lupe jedes einzelne Zeichen, sondern da geht es mir eben auch darum, dass Sie sich vertieft mit den Themen auseinandersetzen. Ja, so viel zu den organisatorischen Dingen. Ansonsten denke ich, zu Beginn des Jahres, da öffnet man in der Regel ganz gerne mit einem Ausblick. Das machen auch viele Blogger, das machen viele Fachmedien so. Welche Social Media Trends gibt es im nächsten Jahr? Auch in dieser Hinsicht befinden wir uns immer noch länger als wir alle vermutlich im Februar 2020 gedacht hätten, in einer sehr speziellen Situation. Sie wissen ja, die österreichische Regierung ist jetzt kürzlich mit dem Plan, mit den verfrühten Freitesten zu beginnen, gescheitert. Das heißt, es gibt Lockdown bis zum 24. und auch natürlich mit dem Beginn der Impfung dauert es eine Weile, bis ein entsprechend großer Teil der Bevölkerung geimpft ist. Kurz gesagt, die meisten Experten gehen davon aus, dass im besten Fall, wenn das mit dem Impfen alles so hinhaut, dass es im Sommer zu einer Entspannung kommt. Also ich wäre jetzt auch nicht so zuversichtlich, ob das nächste Semester offline stattfindet, aber da lassen wir uns mal überraschen.
Was heißt das für unser Thema? Natürlich bedingt durch die Lockdowns, bedingt durch das verstärkte Homeoffice, natürlich in unserem Fall auch durch den Online-Unterricht, kann man sagen, dass in den vergangenen Monaten quer durch die Bank wesentlich mehr Zeit online verbracht wurde als üblich. Wenn Sie sich mal überlegen oder wenn Sie sich an das typische Mediennutzungsverhalten denken, da hatten wir, sage ich mal, vor Covid eigentlich noch ganz klassisch, und das ist auch ein Thema, das natürlich in der Mediennutzungsforschung sehr stark thematisiert und beforscht wird, relativ klare Situation, dass das lineare Fernsehen in den jüngeren Zielgruppen so gut wie keine Rolle mehr spielt. Das bedeutet natürlich nicht, dass keine Inhalte von Fernsehsendern kommuniziert werden, aber wenn, dann auch on demand, beziehungsweise verbringen, man könnte sagen, je jünger die Zuseher, desto mehr Zeit wird dann eben auf Online-Plattformen, YouTube beziehungsweise auch Netflix oder andere On-Demand-Video-Plattformen verbracht. Videokonferenzen haben einen unglaublichen Popularitätsaufschwung erlebt und Social-Media-Plattformen selber natürlich auch bedingt durch die wesentlich verlängerte Zeit am Computer haben auch eine durchaus intensivere Nutzung erfahren. Natürlich in Bezug auf Kollaboration, sowohl was den Homeoffice-Bereich betrifft, als auch was Unterricht, Vorträge, Workshops und so weiter angeht, hat Videotelefonie ganz, ganz enorm zugelegt offensichtlich. Und da ist mir nur aufgefallen in diesem Jahr, es gibt mittlerweile Online-Kurse und eine ganze Reihe von Tutorials. Auf LinkedIn war über die Feiertage eines der meistdiskutierten Themen eine Art, wenn Sie so wollen, Knigge für Online-Konferenzen oder darf ich in Besprechungen mit meinem Arbeitgeber die Kamera ausmachen und so weiter. Das heißt, da gibt es schon eine relativ tiefgreifend umwälzende Kultur, bedingt natürlich durch die Corona-Situation. Ich weiß nicht, ob Sie vor kurzem das Interview mit der zuständigen Ressortleiterin des Gesundheitsministeriums zur Covid-Impfung gesehen haben, das Interview mit Armin Wolf in der ZIP2, das auch für relativ viel Aufregung gesorgt hat, aufgrund ihrer, ja, ich sage mal, nicht wahnsinnig geschickten und gut vorbereiteten Antworten. Da war eben ein ganz interessanter Punkt drin, was sie eben auch angesprochen hat, mit dem digitalen Impfpass sind wir jetzt 10 Jahre früher dran, als es geplant gewesen wäre. Mit anderen Worten, dieses Thema Digitalisierung, das natürlich auch vor Corona eine Riesenrolle gespielt hat, hat einen großen Sprung nach vorne gemacht, und wie das halt so ist, und das ist auch eine Entwicklung, die man auf den Social Media Plattformen, denke ich, in den letzten 15 Jahren sehr gut gesehen hat, bringt das eine sehr, sehr starke Professionalisierung mit sich. Was meine ich damit? Wenn Sie sich erinnern vielleicht an die Anfänge von Facebook oder die ersten Social-Media-Plattformen, auch an die Anfänge von Instagram, da herrschte eigentlich ziemlich Konsens darüber, dass Social Media ein relativ authentisches Echtzeitmedium ist, und das hieß in puncto Unternehmenskommunikation, dass an Social Media Postings nicht unbedingt dieselben Qualitätsstandards in der Produktion anzulegen sind wie auf klassische andere Medienprodukte von Firmen zu der Zeit. Denken Sie beispielsweise an einen Jahresbericht für die Aktionäre. Also mit anderen Worten, auf Social Media war es schon okay, ein nicht so besonders tolles Foto mit dem Handy hochzuladen, hauptsächlich authentisch. In den letzten Jahren, wenn man sich heute die Accounts von großen Unternehmen ansieht, ist jetzt egal, ob auf Facebook, Instagram oder LinkedIn, dann hat ganz offensichtlich eine starke Professionalisierung eingesetzt. Das hat zum einen natürlich mit dem bereits mehrfach in dieser Vorlesung angesprochenen Kampf um die Aufmerksamkeit zu tun und damit herauszustechen. Auf der anderen Seite spielt Authentizität natürlich immer noch eine große Rolle. Das heißt, es geht darum, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Und Sie haben jetzt schon relativ viel gehört im Laufe dieses Semesters über Storytelling, über die Wichtigkeit von Interaktion bei der Veröffentlichung von Inhalten. Und im Unternehmen als Social Media Verantwortliche oder Verantwortlicher, als Social Media Manager oder als Content Manager, wie auch immer diese Position bezeichnet wird. Ich denke, Content Manager ist eine Berufsbezeichnung, die Social Media Manager mittelfristig ziemlich ablösen wird, weil es ja nicht nur die Social Media Kanäle gibt, sondern auch Newsletter, Webseite und so weiter. Und weil eben dieses Management der Inhalte ein ganz
wesentlicher Bestandteil in der Unternehmenskommunikation ist. Was bedeutet das? Wie sieht dieser Prozess aus? Über dieses Thema möchte ich Ihnen beim heutigen Termin ein wenig erzählen. Und zwar der Terminus technicus Content Management oder Social Media Content Management, der klingt jetzt erstmal nach typischen Projektmanagement oder Ressourcenallokation. Also hier sind sozusagen meine Content-Klötzchen, meine Lego-Bausteine und die verteile ich dann entsprechend auf die einzelnen Kanäle. Und da gibt es dann auch noch Tools dazu, die das Ganze erleichtern, wie Buffer oder Hootsuite beispielsweise. Und der Job des Social Media Managers bestünde dann vereinfacht gesagt darin, aus den verschiedenen Abteilungen die Content-Bausteine, die Inhalte abzuholen, vielleicht entsprechend aufzubereiten, Hashtags einzufügen, diese zu veröffentlichen und auf Kommentare zu antworten. Diese Teile gehören natürlich zum Job dazu, aber in Wahrheit steckt hinter Content-Management oder Content-Strategie ein wesentlich umfassenderer Ansatz. In einem Zeitalter, in dem Kommunikation oder speziell digitale Kommunikation eine immer größere Rolle spielt und der Hauptweg zu den Kunden wird, auch das habe ich bereits mehrfach erwähnt, sind Unternehmen gezwungen, in wesentlich größerer Menge und auch in größerer Quantität als im, ich sage mal, analogen Zeitalter Inhalte zu produzieren. Wenn Sie an einen klassischen Marketingplan denken, wo Unternehmen vielleicht Fernsehwerbung, Radiowerbung oder Printinserate schalten, dann wird das relativ langfristig geplant, die entsprechenden Inhalte werden produziert, aber man schaltet im Normalfall nicht alle paar Tage oder jede Woche einen neuen Fernsehspot, sondern er läuft einen längeren Zeitraum. Social Media braucht viel, viel häufigere Update-Frequenzen und damit geht natürlich, ich sage mal, erhöhter Planungsbedarf einher. Das kann man auch sehr schlecht, wie es im klassischen Marketing oft passiert, für ein ganzes Jahr vorausplanen, weil man auch auf aktuelle Entwicklungen natürlich reagieren möchte. Höherer Planungsbedarf, höherer Produktionsbedarf und was da natürlich auch dazu kommt, auch das spielt im klassischen Marketing eine große Rolle, wenn die Inhalte mal draußen und veröffentlicht sind, der Bereich Auswertung. Tatsächlich, Sie kennen vielleicht das Konzept des Rapid Prototyping oder Rapid Development oder auch Growth Hacking im Marketing, was in all diesen Ansätzen natürlich drinsteckt. Man agiert relativ kurzfristig, man schaut dann, was funktioniert nicht und gerade dieser Teil, was funktioniert nicht, den dann eben auch sozusagen für zukünftige Planungen zu berücksichtigen, ist ganz, ganz wichtig. Mit anderen Worten, wenn Sie für ein halbes Jahr lang Ihre Social Media Inhalte vorausplanen und Sie haben vorgesehen, sagen wir mal alle zwei Wochen ein 5-Minuten-Video mit einem Interview zu veröffentlichen und Sie posten diese Updates dann, egal ob die Interviews schon vorproduziert sind oder ob Sie die immer aktuell drehen und Sie merken nach ein oder zwei Monaten, unsere restlichen Status-Updates funktionieren sehr gut, bekommen recht große Reichweite, nur für die Videos interessiert sich niemand. Da macht es wahrscheinlich relativ wenig Sinn, weiterhin, wie sagt man im Englischen, gibt es dieses schöne Sprichwort, don't beat a dead horse, also sollte ein totes Pferd nicht weiterschlagen, das weiterzumachen, sondern es ist eben auch ganz wichtig, kurzfristig reagieren zu können. Da steckt natürlich, und das ist sicherlich eines der Dinge, die die Auswertung generell oder die statistische Auswertungen von digitaler Kommunikation generell recht untrivial machen, um solche Aussagen treffen zu können, darf man natürlich nie aus Einzelfällen schließen. Wenn Sie einmal ein Interview veröffentlichen und das funktioniert nicht so gut, daraus dann quasi abzuleiten für alle Zeiten, Videointerviews interessieren niemanden, wäre ein Fehler. Das ist genau wie in der Forschung. Aussagen aus Einzelfällen sind relativ wenig aussagekräftig, aber wenn Sie ein einigermaßen klares Bild haben, dann ist es eben natürlich auch wichtig zu reagieren. Also auch das ist ein Teil der Content-Strategie und wenn man beginnt damit, wenn Sie beispielsweise für ein neues Unternehmen in der Kommunikationsabteilung beginnen, dann startet man natürlich nie bei Null. Es gibt Vorkenntnisse, es gibt Wissen über Zielgruppen, über die Interesse und Bedürfnisse der Zielgruppen. Inwieweit dieses Vorwissen stimmt, ist dann auch immer eine ganz interessante Frage zu überprüfen, wenn man neu in ein Unternehmen kommt. Aber der Beginn oder der erste Punkt beim Thema Content Strategy, Content Management ist die Planung und zur Planung gehört natürlich, oder wichtigster Teil der Planung, ist die Identifikation der Themen. Also eben herausfinden zu können, wofür
interessieren sich meine Zielgruppen denn eigentlich? Ah, Entschäume schreibt die Antwort. Das war, bezieht sich auf das Interview mit Armin Wolf, die war so österreichisch, dass es österreichischer nicht mehr geht. Ja, genau derselbe Gedanke kam ja auch. Und übrigens aus Profiler-Sicht, das war auch sehr spannend, die relativ junge Dame, ich glaube, die war wahnsinnig unentspannt, die dürfte schon vermutet haben vor dem Interview, dass es jetzt kein besonders angenehmer Auftritt mit dem Armin Wolf wird, und sie hat sich sehr bemüht, auch ihre Gesichtsmimik eher starr zu halten. Und auf ihrer linken Seite, also auf dem Bildschirm auf der rechten Seite, da sieht man dann ein paar Mal, wo sie wirklich innerlich erschrocken ist, wie ihr Auge hochzuckt. War sehr interessant zu beobachten, ein spannendes Interview. Also, damit zurück zum ersten Bereich der Content-Strategie, Identifikation von Themen. Und da haben wir auf Social-Media-Plattformen wirklich genuin neue Möglichkeiten, die es früher in der Form nicht gab. Sie mussten natürlich, wenn Sie als Unternehmen, sagen wir mal, irgendwelche medialen Artefakte produziert haben, gab es ja auch im analogen Zeitalter, dass Medien beispielsweise Printprodukte, Broschüren und so weiter produziert haben, wie gesagt, in geringerer Frequenz, aber natürlich auch werbliche Inhalte. Und auch da wird schon lange recht viel Aufwand betrieben, um möglichst gut vorab herausfinden zu können, welche visuellen Inhalte stoßen auf Interesse, welche Themen kommen bei unseren Zielgruppen an. Das wurde im Wesentlichen mit Marktforschung, vielleicht auch mit Panels, mit tiefen Interviews und so weiter, mit der Abtestung verschiedener Sujets, versuchte man da herauszufinden, quasi, was kommt eben gut an, und dann entsprechend auf diese Themen bzw. auf diese Bilder zu setzen. Und wenn dann quasi ein Plakat erstmal gedruckt bzw. affischiert war, Kostenaufwand relativ hoch, dann kann man daran natürlich eigentlich nichts mehr ändern, als höchstens beim nächsten Mal sozusagen besser machen. Also auch im Social Media Bereich ist es natürlich so, dass in der Regel nicht einzelne Status-Updates permanent abgedatet und verändert werden, aber die Zyklen sind viel kürzer und man kann zum einen schneller sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht, und zum anderen, und das ist natürlich ein großer neuer Bereich der digitalen Medien, aufgrund der Struktur und der Art und Weise, wie diese Plattformen funktionieren, bieten sie auch recht umfassende Recherchemöglichkeiten. Und man kann je nach Plattform etwas unterschiedlich, und dazu muss man natürlich auch die Suchfunktionen der jeweils relevanten Plattformen im Detail ganz gut kennen. Man kann auf zwei Wegen oder auf zwei Ebenen sozusagen herausfinden, welche Themen sind interessant. Das eine ist über die thematische Suche. Es gibt auf vielen Plattformen die Möglichkeit, nach Keywords zu suchen, auf so gut wie allen eigentlich. Und ich kann, so wie die Social Media Suchen funktionieren, das sind in der Regel die Trefferergebnisse, die Sie da bekommen, auch wieder etwas verschieden, je nach Plattform. Die Sortierung ist das Ergebnis einer Mischung aus Relevanzkriterien, beispielsweise auf YouTube die Popularität des Videos und nach Ihren eigenen Nutzungspräferenzen, wenn Sie eingeloggt sind. Also wenn Sie jetzt beispielsweise nach Mountainbike suchen und Sie haben Kanäle abonniert, die regelmäßig Mountainbike-Inhalte veröffentlichen, dann werden die verstärkt in der Suche auftauchen. Wenn Sie jetzt an einen neuen Nutzer denken, der mit einem nicht eingeloggten Browser YouTube verwendet und dort sucht, da gibt es keine personalisierten Ergebnisse, der bekommt dann eine Suchliste, und da ist es ganz ähnlich wie bei der klassischen Google-Suche so, die Keywords müssen möglichst im Titel vorkommen, und bei populären Keywords gibt es in der Regel wesentlich mehr Videos mit den Keywords im Titel als eben Plätze in der Trefferliste, und dann spielt die Popularität des Videos eine große Rolle, also die Likes, die das Video bekommen hat, die Views und so weiter und die Kommentare. Es ist also eine ganz einfache und auch mal offensichtliche Recherchemöglichkeit, die Suchfunktionen dieser Plattformen zu benutzen und für die eigenen Themen, die für das eigene Unternehmen relevant sind, für eigene Themengebiete, erst einmal zu schauen, worüber wird da am meisten gesprochen. Das ist ein durchaus zeitaufwendiger Prozess und natürlich auch eine Sache, die man im Idealfall nicht einmalig, sondern öfters machen sollte. So wie bei den meisten Dingen, die wiederholt passieren,
bietet es sich da natürlich auch an, Tools zu verwenden. Und da gibt es unterschiedliche Zugangsweisen. Das bekannteste Tool in Richtung Social Media Analysen ist BuzzSumo, ist ein amerikanisches Unternehmen. Und was BuzzSumo anbietet, sind im Wesentlichen Listen von populären Status-Updates. Und diese Popularität entsteht aus der Zahl der Interaktionen. Es ist ein kostenpflichtiges Tool, ist mit einem 30-Tage-Gratis-Zugang. Ich habe es mal längere Zeit ausprobiert, wie bei vielen Social-Media-Tools, sehr beschränkte Treffer bei deutschsprachigen Inhalten, funktioniert für englischsprachige Inhalte aber sehr gut. Fällt Ihnen irgendein Thema ein, wo wir da mal nachschauen könnten? Man kann hier entweder eine Domain eingeben und der nimmt sich dann von dieser Webseite die Keywords und sucht passende Status-Updates, oder man startet mit einem Keyword. Gibt es Vorschläge im Chat? Ah, hier was interessant, dass Sie das fragen. Was halten Sie von Unsighted Public in Bezug auf Social Media? Sehr viel. Ich werde Unsighted Public im Anschluss auch gleich herzeigen. Sturm aufs Kapitol. Schauen wir mal auf Deutsch, wie gesagt. Oh ja, nur Capital ist. Oh. Reach your monthly limit. Ich habe das Ding schon lange nicht mehr verwendet. Okay. Schauen wir mal, ob er uns weitermachen lässt, wenn ich. Ha, wie Sie sehen, alles live. Facebook-Login fehlt. Ah, das zeige ich Ihnen beim nächsten Mal. Da muss ich mein Trial-Konto wieder reaktivieren. Vielleicht finden wir hier einen Screenshot. Ich wollte Ihnen nämlich nur zeigen, was Sie dann bekommen. Schade. Im Wesentlichen diese Ergebnisliste. Hier haben wir einen Screenshot. Die sieht dann so aus. Sie bekommen eine Liste von Status-Updates bzw. Videos oder Artikeln, eben je nach Plattform, in denen diese Keywords, nach denen Sie gesucht haben, vorkommen. Und Sie sehen, wie häufig diese Inhalte auf den einzelnen Plattformen geteilt wurden. Das heißt, das ist ein, und das Ganze wird in Echtzeit aktualisiert. Das heißt, das ist natürlich ein. So, sollte ich Ihnen anzeigen auch. Das heißt, das ist natürlich ein relativ guter Indikator dafür, wie viel diskutiert ein bestimmter Inhalt momentan wird. Wie gesagt, funktioniert in englischer Sprache relativ gut, mit deutschsprachigen Suchbegriffen schwierig. Die andere Frage ist natürlich auch, wie detailliert die jeweiligen Themen sind. Je populärer ein Thema, desto mehr Inhalte dazu. Aber das gibt schon mal gewisse Anhaltspunkte. Weil es vorher auch schon gefallen ist, Unsighted Public, ein sehr interessantes Tool, das eigentlich aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung kommt. Sie wissen ja, so ähnlich wie mit der Identifikation der Themen auf Social Media Plattformen, ist es bei Suchmaschinen, wenn Sie Ihre Webseite für Google optimieren, ein ganz, ganz entscheidendes, wenn nicht das wichtigste Kriterium, dass Sie die richtigen Keywords in Ihren Artikeltiteln und auf der Webseite unterbringen. Die richtigen Keywords sind die, nach denen die Kunden suchen. Und was ganz spannend ist, es gibt im Suchverhalten einen deutlichen Unterschied zwischen, ich sage mal, Millennials und älteren Nutzern. Die älteren Nutzer, die so wie ich mit den vergleichsweise dummen Suchmaschinen der Mitte der 90er des vorigen Jahrtausends aufgewachsen sind, wir haben alle gelernt, Keyword-basiert zu suchen. Wir geben einzelne Stichwörter ein. Je jünger die Nutzer, desto eher neigen sie dazu, komplette Sätze einzugeben. Also sprich, wenn ich wissen möchte, wie das Atomgewicht von Uran ist, dann würde ich tendenziell Atomgewicht Uran eingeben. Ein junger Nutzer würde tendenziell wie ist das Atomgewicht von Uran Fragezeichen eingeben. Also diese ganzen Sätze, und genau die bekommt man mit Unsighted Public ganz gut raus. Hier kann man auch, ist auch natürlich ein großer Vorteil, hier kann man das Land auswählen. Wenn ich für deutschsprachige Inhalte Research mache, dann nehme ich in der Regel Germany, weil das Suchverhalten sehr ähnlich ist, aber die Datenbasis natürlich aufgrund der Landesgröße deutlich größer ist.
Und wenn man jetzt hier sucht, dann zeigt das Programm die populärsten Fragen zu einem Thema an. Das heißt, diese Fragen, die in das Answer the Public zieht seine Daten aus Google raus und visualisiert diese Fragen dann hier anhand der Cluster zu den einzelnen Fragepronomena, kann das allerdings auch etwas übersichtlicher, man kann es sich auch in der Form anzeigen lassen. Und dann gibt es noch die häufigsten Suchkombinationen mit Präpositionen und relativ neu auch mit Vergleichen, also Comparisons. Warum ist das interessant oder warum ist das speziell relevant für Social Media Research Zwecke? Weil es einen sehr guten Anhaltspunkt darüber gibt, mit welchen Fragen zu bestimmten Themen sich Leute beschäftigen. Und diese Daten, da geht es jetzt nicht darum, die Keywords, so wie man es bei einer Suchmaschinenoptimierung machen würde, 1:1 auf der Webseite einzubauen, sondern da geht es einfach darum, diese Daten zu nutzen, um Themen zu finden, die man dann in entsprechenden, wenn wir von YouTube sprechen, vielleicht Kurzvideos, wenn es um LinkedIn geht, in Form von Status-Updates oder Artikeln, beantworten kann, wenn das relevante Fragen in der Zielgruppe sind. Bei diesen Tools oder bei Answer the Public oder ähnlichen SEO-Tools, wenn man die verwendet für Keyword Research, das basiert natürlich alles nur auf der Frage- oder Keyword-Ebene, da gibt es noch keine Zielgruppeneinteilung dazu. Ich dachte, dass es eher umgekehrt mit den Stichworten hat. Wie sucht man richtig in Erklärung? Sie meinen mit den älteren und jüngeren Nutzern. Bei Google ist das ganz, ganz eindeutig vom Suchverhalten her. Ja, Keyword-Tool.io finde ich für Social Media nicht so praktisch, weil auf den Social Media Plattformen bei der Themenfindung, da geht es jetzt nicht unbedingt in erster Linie darum, genau diese Keywords unterzubringen, nach denen gesucht wird, sondern Themen anzusprechen. Sie müssen überlegen, bei Google ist der entscheidende Punkt, da sucht der Nutzer aktiv und gibt eben die Keywords ein in die Suchmaske. Bei Social Media gibt es zwar Suchoptionen, aber der Großteil der Inhalte wird über die Algorithmen konsumiert, eben dadurch, dass der Nutzer seinen Newsfeed durchscrollt. Aber nichtsdestotrotz zahlt es sich natürlich sehr, sehr aus, auch mal genauer nachzuschauen bei den einzelnen Plattformen. Wir haben bei Twitter beispielsweise, gibt es relativ ausführliche Analytics für die eigenen Tweets, aber es gibt auch Trending-Hashtags oder Themen, die man sich anschauen kann, die aktuell eben beim Trenden sind. Noch besser sieht man das Ganze auf YouTube. Sie wissen ja, YouTube gehört Google und ist von der Suche her relativ ähnlich. Schalten wir wieder hier auf den Screen um. Wenn man hier nach irgendeinem Thema sucht, dann haben Sie, genauso wie Sie es auch von der Google-Suche kennen, dann haben Sie hier schon mal die Auto-Completions. Und Sie sehen eben hier diese in Fett gedruckten Vorschläge, sind die Wörter, die in Kombination mit Mountainbike am häufigsten gesucht werden. Nachdem auf YouTube beispielsweise der Titel des Videos eine sehr, sehr große Rolle für die Suche spielt, dann wäre es natürlich sehr vernünftig, wenn Sie jetzt für Unternehmen eine Reihe von Videos produzieren zu einem bestimmten Thema, sich auch hier mal anzuschauen, wonach wird gesucht. Natürlich macht es nur Sinn, diese Keywords dann auch entsprechend zu integrieren, wenn sie gut dazu passen. Wenn man dann hier mal genauer in eine Suche reinschaut, dann findet man sofort Channels mit den entsprechenden Keywords und einzelne Videos, kann sich anschauen, Sie sehen, es wird auch in der Suche hervorgehoben, hier wo die Wörter im Text dann vorhanden sind und sieht dann auch in der Übersicht schon recht gut, sagt natürlich wie immer, wie gesagt, Einzelfälle sagen da relativ wenig aus, aber bekommt schon ganz gute Anregungen, welche Keywords relevant sein könnten. Es gibt dann auch noch
wenn Sie hier bei den, auf, wenn Twitter für Sie relevant ist, da gibt es eine Reihe von eigenen Analyse-Tools, aber Twitter selbst, hier haben wir natürlich Capital und Trump bei den Trending-Hashtags. Hier sehen Sie auf dieser, gibt es unterschiedliche Tools, das ist eigentlich nur, die nehmen alle ihre Daten von Twitter selber her, das ist nur eine Frage der visuellen Darstellung, was man da eben sympathischer findet. Sie sehen hier die Top-Hashtags der letzten 24 Stunden, also relativ echtzeitlich. Und das ist natürlich diese, und drunter haben Sie hier auch die am längsten trendenden Hashtags. Und solche Datenquellen sind natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Wir können hier auch die Daten der Vergangenheit abrufen. Ah ja, Dr. Dre, gestern mit Aneurysma im Krankenhaus, genau, auch Trending Hashtag. Und das ist natürlich jetzt nicht Social Media spezifisches, sondern das ist in der, im Agenda Setting, in der PR kennt man das schon lange, dieses auch Besetzen von aktuellen Themen. Wie gesagt, da kommt es immer auf die gesamte Kommunikationsstrategie an und darauf, wie gut das Ganze natürlich auch zum eigenen Unternehmen passt. Aber da reinzuschauen, worüber wird viel gesprochen, ist eben immer eine Sache. Wie gesagt, eine besondere Herausforderung, und das werden Sie sehr schnell merken, wenn Sie sich etwas näher mit all diesen Tools befassen, vor einer besonderen Herausforderung steht man immer, wenn es um deutschsprachige Inhalte geht, weil die meisten dieser Tools nur auf englischsprachige Keywords ausgelegt sind. Es gibt dann, Sie sehen hier bei diesem, hier können Sie auswählen, allerdings auch, schauen wir uns mal Austria an, da könnte man auch noch Vienna als Untergruppe nehmen. Ich bin jetzt hier noch auf gestern, ZIP 2, wie gesagt, ich glaube, war das gestern oder vorgestern, ich glaube, gestern war das Interview. Also hier auch in Österreich die am stärksten trendenden Hashtags von den einzelnen Plattformen, dadurch, dass Twitter selber recht umfassende Daten über die Trending Hashtags hergibt, ist es relativ einfach, auf Twitter passende Hashtags zu recherchieren. Auf Instagram sieht die Sache schon wieder einigermaßen anders aus. Es gibt zwar auch Tools, mit denen man, hey, 4 Follower. Es gibt diese auch verschiedene Seiten hier wie die besthashtags.com, die scrapen sich Daten, aber wie Sie sehen hier, diese Daten kommen von Instagram, Twitter, Facebook und Tumblr. Man bekommt die kompletten Hashtag-Daten von Instagram selber nicht zur Verfügung gestellt, also Instagram gibt die selber nicht her. Das heißt, da geht es eigentlich sehr stark darum, auch händisch zu beobachten, welche Hashtags verwenden populäre Influencer, welche Hashtags verwenden andere. Da muss man sehr viel händisch reinschauen. Auf LinkedIn ganz ähnlich, auf Facebook ebenfalls. Eine Plattform, die wir im Laufe dieses Semesters noch nicht sehr häufig angesprochen haben, die aber hier der Vollständigkeit halber auch erwähnt werden soll, Pinterest. Eine Plattform kennen viele von Ihnen vielleicht, weil sie mal drauf gestoßen sind. Bei der Suche, Bilder tauchen relativ häufig auf. Pinterest ist das Äquivalent zu einem, wie soll man sagen, ja, einer virtuellen Pinnwand, daher auch der Name Pinterest. Die ganze Seite basiert auf Postings, die eben immer aus einem Foto bestehen, mit einer kurzen Beschreibung, wenn man da draufklickt, kommt man eben zu einer größeren Ansicht. Die Art und Weise, wie auf Pinterest gepostet wird, ist typischerweise so, dass man Inhalte von anderen Webseiten pinnt. Das heißt, Sie können zwar hier direkt Fotos hochladen, Sie können aber auch, wenn Sie auf irgendeinem Blog surfen und sich dort ein Foto merken wollen, können Sie es auf Ihre Pinnwand pinnen. Interessanterweise von allen Social Media Plattformen ist Pinterest die einzige mit einem deutlich höheren Frauenanteil an den Nutzern. Ich glaube aktuell noch immer etwas bei über 60% und ist wahnsinnig stark positioniert im Lifestyle, Mode und vor allem auch im DIY-Bereich. Und ganz ähnlich wie auch Instagram basiert Pinterest sehr, sehr stark auf den
einzelnen Hashtags, die man für die Postings verwendet. Und auch hier geht es in erster Linie, und das passt auch sehr gut zur Frage, ob ich ein kostenloses Tool für SEO empfehlen kann. Letztendlich das beste kostenlose Tool hat man sowieso eingebaut, das ist der Hausverstand. Ich verwende einige Analyse-Tools. Es gibt dann auch diese spezialisierten Tools wie Talkwalker für Social Media Monitoring, wo man Keyword-basiert wirklich sehr umfangreiche Auswertungen mit automatischen Sentiment-Analysen, wie es die Stimmung zu einem bestimmten Keyword und so weiter bekommt. Aber letztendlich für den Hausgebrauch, sage ich mal, sind diese professionellen Unternehmenstools recht teuer. Da sprechen wir so von 500 Euro aufwärts im Monat. Am besten ist es wirklich mal ausführlich zu recherchieren, wer sind in meinem Bereich die erfolgreichsten, populärsten 10 Influencer, denen zu folgen, sich anzuschauen, wie die es machen, welche Hashtags die verwenden und diese Ideen dann vielleicht mit eigenen Vorschlägen zu ergänzen. Das inkludiert sehr viel Recherche und in der Regel, wenn man sich für ein Thema wirklich interessiert, dann kennt man die Leute, die da was zu sagen haben. Ohnehin, wenn man in einem Unternehmen sitzt und sich neu in ein Thema einarbeiten muss, dann ist das in erster Linie eine Rechercheherausforderung. Ein Tool, das ich trotzdem eigentlich uneingeschränkt empfehlen kann, das kennen Sie vielleicht auch schon, das auch gratis zur Verfügung steht, stammt ebenfalls von Google. Google Alerts nennt sich das Ganze. Das ist ein vergleichsweise simples Notification Tool. Sie brauchen nur einen Google Account dazu, findet man dann unter google.com/alerts. Ich kopiere das mal in den Chat hier rein. Sie können da automatische Google-Suchen erstellen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Keyword hier hernehme, dann habe ich die Optionen, wie häufig ich die Ergebnisse zugeschickt bekommen möchte, also sofort, täglich oder wöchentlich, welche Quellen bei automatisch nimmt Google alle Quellen her, in welcher Sprache. Man kann es auch auf Regionen einschränken und hier zwischen allen oder nur den relevantesten Ergebnissen wählen und eine E-Mail-Adresse. Und man bekommt dann eben in diesem eingestellten Intervall eine solche Liste, wie Sie es hier unten sehen, mit aktuellen neuen Einträgen. Wie gesagt, das bezieht sich nur auf Inhalte, die Google indexiert. Das heißt, diese Google Alerts umfassen zwar Tweets, umfassen aber keine Status-Updates bei Facebook, LinkedIn und so weiter. Also nicht als Ersatz für ein Monitoring-Tool, aber sehr gut geeignet zur Themenrecherche. Vor allem auch deshalb, weil das, was Sie hier an Keyword in dieser Box eingeben, das entspricht der Google-Syntax. Und Google kennt ja auch einige Suchoperatoren von Anführungszeichen bis zum genauen Suchen bis zu und, or, not Operatoren, Einschränkung der Suche auf bestimmte Seiten und so weiter. Und das können Sie hier genauso eingeben und damit kann man sich schon relativ detaillierte Suchen zusammenbasteln, um ja, sehr zeitnah informiert zu werden, wenn es zu einem Thema eben neue relevante Einträge gibt. Immer mit dem Vorbehalt, dass Google Alerts natürlich unter Anführungszeichen nur so schnell ist wie Google selber, also Sie hier eben wie erwähnt nur Treffer bekommen, die eben auch bereits in Google indexiert sind. Wo war da eine nackte Frau zu sehen? Normalerweise sollte man sowas auffallen. Auf Pinterest? Ja, auf Twitch kann man sicher, auf Twitch kann man garantiert, überall kann man für nackte Frauen gebannt werden, außer auf Pornhub, weil diese Plattformen befinden sich in der Regel, Twitch ja auch ganz genauso, die haben zwar Streaming-Server in Europa, aber es sind amerikanische Plattformen und was die amerikanischen Mediengesetze angeht, die sind ja sehr, sehr penibel bei Frauenbrüsten, weniger penibel bei nationalsozialistischen Symbolen oder anderen Themen. Da gibt es etwas andere Prioritäten. Aber wie gesagt, vielleicht haben die Twitch bzw. Amazon-Sensoren gerade weggesehen. Twitch gehört ja mittlerweile Amazon und wir kommen damit nochmal durch. Verraten Sie mich nicht. Im Zweifelsfall sagen wir einfach, Pinterest war schuld. Also wie gesagt, das ist der eine Bereich, auf den es ankommt, passende Themen zu recherchieren. Und die Themenschwerpunkte sind je nach Plattform sehr, sehr unterschiedlich. Ist auch vollkommen logisch. Auf
Instagram unterhalten sich die Nutzer über andere Themen als auf Twitter. Denken Sie an Österreich. Twitter sehr, sehr stark im politischen Bereich. Instagram nun auch im Lifestyle-Sportbereich und so weiter. Das heißt, da muss man also wirklich pro Plattform relativ genau schauen, welche Themen kommen in Frage. Das Ergebnis dieser Recherche ist dann sozusagen, wenn Sie es mit Forschung vergleichen wollen, die Hypothese, welche Themen interessant sein könnten. Und diese Hypothese testet man dann anhand verschiedener Status-Updates. Jetzt ist es so, wenn Sie eine ganze Reihe von unterschiedlichen Themen recherchiert haben, die interessant sein könnten, dann ist das eine gute Grundlage für einen Redaktionsplan. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, diese Themen in unterschiedliche Formate zu überführen. Meiner Erfahrung nach bei der Redaktionsplanung für Social Media, egal welche Plattform, ist es sehr, sehr hilfreich, sich fixe, wiederkehrende Formate zu überlegen. Sie wissen ja, Social Media ist ein Langzeitsport. In der Regel muss man diese oder bespielt man diese Accounts so lange, wie eben ein Unternehmen existiert. Ausnahmen sind in der Regel Events, die einen bestimmten Datum ändern, wo es dann vielleicht noch Nachbereitung gibt. Aber in der Regel braucht man da sehr, sehr langfristig Inhalte. Und da ist es natürlich auch vergleichsweise schwieriger, wenn man sich jedes Mal ganz neu etwas ausdenken muss, im Vergleich zu fixen, wie man das nennen will, Formaten, beispielsweise die Vorstellung des Mitarbeiters des Monats oder ein paar solche Dinge, die man eben fix einplant. Das Zweite, es gibt zum einen die Themen, die man recherchiert, dann gibt es natürlich auch aktuelle Themen, auf die man reagieren muss. Ich kenne sehr viele Social Media Manager, der Grad der Vorausplanung in Unternehmen ist recht unterschiedlich. Es gibt Redaktionspläne, die großen Themen, das ist der typische Ansatz im Marketing, für ein ganzes Jahr vorausplanen. Social Media, also üblicher Zeitraum, wäre so ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr. Natürlich auch in Abstimmung mit den übrigen Abteilungen. Aber die konkrete, detaillierte Vorausplanung oder die einzelnen Status-Updates macht man in der Regel ein paar Wochen im Voraus. Je nachdem, wie Sie jetzt Ihre Social Media Channels bespielen, hängt da unterschiedlicher Produktionsaufwand dran. Ein Video mit einem externen Dienstleister zu produzieren, braucht mehr Zeit und mehr Vorausplanung, als ein Foto auf einer Stock-Plattform zu recherchieren und vielleicht noch entsprechend zu bearbeiten. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden. Und der Aufwand oder der Produktionsaufwand oder die Ressourcen, die Unternehmen im Bereich Social Media verwenden, sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Im einen Unternehmen geht der Social Media Manager mit seinem Handy durch die Firma und interviewt Mitarbeiter, im anderen kommt ein Kamerateam und dann macht vielleicht noch eine externe Firma den Schnitt. Das ist ganz unterschiedlich, hängt zum einen davon ab, natürlich, aber bei weitem nicht nur von der Unternehmensgröße, von den verfügbaren Ressourcen, aber zur Arbeit eines Social Media Managers bzw. zum Content Management gehört natürlich auch die entsprechende, und da sind wir sehr stark im Projektmanagement, die entsprechende Planung der Produktionszeiten, damit dann eben auch zum entsprechenden Zeitpunkt die Inhalte verfügbar sind. Genauso wie die adäquate Aufbereitung. Es gibt verschiedene Social Media Management Tools, die diesen Job des Social Media Managers eben erleichtern sollten. Der Vollständigkeit halber erwähne ich hier die bekanntesten zwei oder die zwei populärsten. Das ist zum einen Hootsuite und zum anderen Buffer. Ups. Ha, das passiert, wenn man Shortcuts falsch programmiert. Das sind beides Plattformen, die es Ihnen erlauben, Ihre Social Media Status Updates für verschiedene Plattformen vorzuprogrammieren. Man muss auch dazu sagen, die kommen eigentlich aus einer Zeit, als man auf den Social Media Plattformen noch keine Vorausplanungsmöglichkeiten hatte. Auf LinkedIn gibt es das nach wie vor nicht, auf Facebook und auf Twitter und so weiter können Sie ein Status-Update entweder sofort veröffentlichen oder einen Zeitpunkt in der Zukunft wählen. Das gab es früher noch nicht, das war sozusagen der Unique Selling Point von Hootsuite. Zum einen, dass man ein einzelnes Status-Update mit einem Klick sozusagen über mehrere Social-Media-Profile verteilen konnte und zum anderen diese Möglichkeit, Inhalte vorzuprogrammieren. Beides hat sehr stark an Bedeutung verloren. Zum einen haben sich Social-Media-Kanäle sehr stark ausdifferenziert. Das macht meiner Meinung nach sehr, sehr wenig Sinn, ein und denselben Inhalt über unterschiedliche Plattformen zu verteilen. Und zum anderen kommt natürlich auch noch ein Thema dazu. Wenn
Social-Media-Kanäle ernsthaft bespielt werden. Wir haben das auch in der Einheit über LinkedIn im Detail gehört, aber das gilt sinngemäß auch für natürlich für die anderen Kanäle. Ein Social-Media-Status-Update ist ja nicht beendet ab dem Zeitpunkt, wo Sie es publiziert haben. Im Idealfall, wenn Interesse in der Zielgruppe herrscht, dann gibt es Kommentare, gibt es Interaktionen dazu und dann sollte man als Unternehmen natürlich auch in der Lage sein, relativ zeitnah darauf zu reagieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Woche habe ich gerade super viel zu tun, ich programmiere alle meine Status-Updates mit Hootsuite vor und schaue dann übernächste Woche wieder rein, das wäre in keinem Fall ein guter Ansatz. Deswegen sind diese Tools meiner Meinung nach mittlerweile nur mehr von bescheidenem Nutzen. Hootsuite bietet allerdings neben dieser Möglichkeit, die Status-Updates vorzuprogrammieren, auch eine ganze Reihe an weiteren Funktionen an, haben mittlerweile auch ein eigenes Content-Discovery-Tool und auch so Module, um Gewinnspiele und ähnliche Dinge durchzuführen. Eine vergleichsweise simple Lösung ist Buffer, tut im Wesentlichen dasselbe, also man hat eben die Möglichkeit, Inhalte vorzuprogrammieren, man kann auch einfach nur einen, deswegen der Name Buffer, man kann einen Buffer sozusagen vorbefüllen mit Inhalten und Buffer veröffentlicht die dann automatisch zu vorgewählten Zeitpunkten. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach zählt der Handarbeit deutlich mehr, vor allem weil die Reaktionen im Anschluss ja sehr, sehr wichtig sind. Genau, Facebook hat, mittlerweile kann man auch Instagram-Beiträge vorausplanen, das war ja riesen Sache. Instagram hat immer, es gab mal vor einigen Jahren schon Tools, mit denen man vom Desktop aus zu Instagram posten konnte, das hat Instagram dann unterbunden. Aber wie gesagt, meiner Ansicht nach, wenn man Social Media wirklich ernst nimmt, dann sind diese Vorausplanungsfunktionen deshalb nicht so wichtig, weil man eben ohnehin auch in der Lage sein muss zu reagieren. Und wenn Sie jetzt überlegen, der Vorgang, ein Status-Update zu veröffentlichen, ich muss sowieso vorher den Text vorbereiten, das Bild vorbereiten, das eigentliche Hochladen und das Publishen, das ist ja der Anteil von der Zeit her, der eigentlich am geringsten ist und sich am relativ schnellsten erledigen lässt. Stichwort Facebook Business, der dritte Teil, also wie gesagt, Themenfindung, Aufbereitung der Inhalte, der dritte Teil, der dann genauso zur Content-Strategie dazugehört, ist die Auswertung oder eben die Analyse. Hier haben wir eine ähnliche Situation. Es gibt eine Reihe von Third-Party-Analyse-Tools. Die sind vor allem dann interessant, wenn Sie unterschiedliche Quellen in einer gemeinsamen Ansicht zusammenfassen wollen. Das bezeichnet man als Social Media Dashboard. Stellen Sie sich vor, Sie haben als Unternehmen einen YouTube-Kanal, eine Facebook-Page und vielleicht noch einen Twitter-Account. Natürlich liefern Ihnen diese einzelnen Plattformen jeweils für sich die Statistiken zu den einzelnen Status-Updates, zu den Followern und so weiter. Sogar relativ ausführliche Statistiken. Wenn Sie einen Gesamtblick wollen, dann gibt es Tools, wo Sie diese Daten alle reinspielen können und dann halt auf einen Blick sehen, wir haben insgesamt so und so viele Follower gewonnen. Bei Social Media Analytics haben wir es immer mit zwei Arten von Daten zu tun. Auf der einen Seite die Daten pro Status-Update, also wie gut zum einen diese Social Reactions, wie viele, je nach Plattform, Likes, Kommentare, Shares gibt es und zum anderen die insgesamten Performance-Daten, wie groß ist die Anzahl der Follower, wie hoch ist die durchschnittliche Interaktionsrate und so weiter. Ja, die drei Punkte wiederholen sehr, sehr gern. Ah, danke Rotzlöffel, danke schön, genau, perfekt. Themenidentifikation, Aufbereitung der Inhalte und da gehört Produktion dazu, da gehört die Produktion der Multimedia-Inhalte dazu, aber genauso die Themenabstimmung und das dritte eben die Analyse. Wenn für die Analyse gilt genau dasselbe, was immer eine ganz, ganz große Rolle spielt, man darf niemals Einzelfälle überbewerten. Sie werden, egal ob das jetzt ein Twitter-Account ist oder ein YouTube-Channel, Sie werden von einem einzelnen Tweet, von einem einzelnen Video aus sehr, sehr wenig Aussagen treffen können. Das hat damit zu tun und da ist wirklich eine große Parallele zur Sozialforschung. Wir haben immer sehr, sehr viele intervenierende Variablen. Es ist relativ schwierig, einzelne Einflussfaktoren tatsächlich zu isolieren. Man braucht immer eine etwas größere Anzahl von Fällen, um tatsächlich eben Aussagen treffen zu können. Es gibt, wie gesagt, diese zwei Arten von Daten. Wenn Sie an Twitter denken, ein Teil dieser Social Media Performance Daten, wenn Sie so wollen, ist öffentlich sichtbar.
Instagram hat die öffentliche Anzeige der Likes zwar abgedreht, wiederum aus anderen Gründen. Bei den meisten Plattformen ist das öffentlich ersichtlich. Auf YouTube sehen Sie sofort auf einen Blick, sogar in der Ergebnisliste, sofort hier klein eingeblendet, wie viele Views ein Video hat. Wenn man dann auf die Detailansicht geht, übrigens die einzige Plattform mit Thumbs Down, wie viele Likes, wie viele Dislikes ein Video hat, wie viele Kommentare es dazu gibt. Diese Daten sind für alle ersichtlich, wenn Sie selber der Channelbetreiber sind, beziehungsweise wenn es Ihre eigene Facebook-Page oder Ihr eigener LinkedIn-Account ist, dann sehen Sie noch eine Reihe von weiteren Daten, die Views, die Klicks und so weiter. Und da ist in erster Linie natürlich spannend, unterschiedliche Status-Updates zu vergleichen. Was man damit rausfinden möchte, ist mittelfristig, langfristig, was funktioniert nicht. Und wie gesagt, diese Analyse ist natürlich niemals ein Selbstzweck, sondern Sie müssen sich das wie einen kreisförmigen Prozess vorstellen. Die Ergebnisse der Analyse, die wirken dann natürlich wiederum auf die Themenfindung ein. Es ist auch sehr unterschiedlich. Ich würde mich niemals trauen zu sagen, es gibt da allgemeingültige Regeln, wie auf LinkedIn sollte man alle 2 Wochen ein 2-Minuten-Video posten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich je nach Zielgruppe, das ist sehr, sehr unterschiedlich je nach Thema und das muss man, letztendlich kann man sich zwar, wie bereits erwähnt, an den Best Practices von anderen erfolgreichen Accountbetreibern durchaus orientieren oder sich Anregungen halt holen, aber letztendlich muss man das für sich selber herausfinden. Das heißt, das wichtigste Takeaway, Content-Strategie ist ein iterativer Prozess. Es bewegt sich immer im Kreis. Wir haben auf Social Media Plattformen den Vorteil, dass wir unmittelbar, Vorteil, manchmal mag das auch ein Nachteil sein in Unternehmen, dass man unmittelbar den Spiegel vorgehalten bekommt oder beziehungsweise sofort sieht, wenn sich keine Sau für die eigenen Themen interessiert. Und das ist dann natürlich ein guter Indikator, etwas zu ändern. Genauso im umgekehrten Fall, Dinge, die sehr gut funktionieren, Formate, die sehr gut funktionieren, die wird man natürlich in der Regel versuchen zu reproduzieren und letztendlich bei einer erfolgreichen Social Media Strategie kommt es auch in der, mag vielleicht in der Dokumentation oder im Quartalsbericht gut aussehen, weil man sagen kann, wir hatten hier ein Video, das hat 100-mal so viele Views wie alle anderen, so diese klassischen viralen Hits, aber die passieren in der Regel eher zufällig. Was wesentlich interessanter ist, sind die durchschnittlichen Daten und wie gesagt, da spielt die Interaktionsrate eine große Rolle und die gerade im Unternehmenskontext oft sehr, sehr hoch bewertete Anzahl der Follower, die würde ich sagen, ist eher ein indirekter Faktor und wenn Sie so wollen, eher fast eine Folge aus den Inhalten, die man postet. Natürlich ist auch eine Entscheidung, die sicherlich im Rahmen der Content-Strategie zu treffen ist, überhaupt welche Kanäle sind für mein Unternehmen relevant. Social-Media-Netzwerke sind relativ stark ausdifferenziert. Ich würde mal sagen, das generalistischste Social-Media-Netzwerk, wenn Sie so wollen, ist YouTube, weil YouTube eben diese Doppelfunktion erfüllt. Zum einen sehr, sehr starke Social-Media-Charakteristika. Sie haben dort Ihre Kanäle, die Sie abonnieren können, bekommen die Benachrichtigungen, können interagieren. Zum anderen ist YouTube aber auch eine Video-Hosting-Plattform, also ein technischer Provider für Videoinhalte und damit eigentlich für so ziemlich jedes Unternehmen, das Video verwendet, relevant. Bei den anderen Plattformen haben wir sehr, sehr unterschiedliche Profile, sehr unterschiedliche Nutzungsgruppen. Twitter, wie bereits erwähnt, sehr stark im politischen, aktuellen News-Bereich, sehr diskursorientiert, PR-mäßig besonders spannend in Österreich, weil so journalistenlastig. Facebook sehr klar positioniert im privaten Bereich. Instagram, so eine Mischform, da spielen natürlich private Beziehungen eine gewisse Rolle, aber zugleich auch als Mediendistributionsplattform im Lifestyle-, Food-, Reisebereich sehr, sehr relevant. LinkedIn, die Business-Plattform Nummer 1, wie für B2B-Unternehmen natürlich ganz, ganz besonders spannend. Pinterest, wenn Sie es mit DIY-Themen oder auch mit Lifestyle zu tun haben, auch sehr, sehr spannend. Und letztendlich gilt es dann diesen Prozess, den ich hier kurz skizziert habe, also diese Themenfindung, Aufbereitung der Inhalte, Analyse und dann zurück zum Start und wieder von vorne, den muss man für jede Plattform einzeln durchführen. Und letztendlich, ich denke, viele Unternehmen werden sehr gut daran beraten, vielleicht ein wenig
mehr Ressourcen wirklich in den Bereich Research zu stecken. Das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Es scheint, und das ist, denke ich, auch eine der Schwierigkeiten, wird dann auch an Ihnen liegen, das zu ändern, langfristig im Berufsbild des Social Media Managers. Es ist nicht so einfach zu argumentieren, oder es ist, im Englischen gibt es das schöne Wort tangible, dieser ganze Research, diese Themenfindung, die Sie da machen müssen. Das ist nicht so leicht argumentierbar, wenn ich sage, ich habe einen Pressetext geschrieben, hat 2 Stunden gedauert oder 3 Stunden oder was auch immer mit Korrekturlesen. Das ist recht gut bezifferbar. Sie als Social Media Manager sagen, ich habe gerade 3 Stunden auf YouTube rumgesurft und mir Videos von anderen angeschaut, und kommt schnell mal die Reaktion, haben Sie eigentlich sonst nichts zu tun oder hast du sonst nichts zu tun? Das kennen Sie vielleicht aus Ihrem Berufsleben, aber das ist tatsächlich genau der Punkt, den ich meinen Kunden auch immer wieder empfehle in Beratungen beim Social Media Manager, weil da taucht oft wirklich die Frage auf, wie zeitaufwendig ist es dann, diese einzelnen Plattformen zu bespielen. Und wenn man es wirklich auf die Status-Updates runterbricht, wie lange brauche ich, um 3 Tweets pro Tag zu schreiben? Wenn ich weiß, worüber ich schreibe und so weiter, dann nicht sehr lange, dann geht das sehr, sehr schnell. Aber der wirklich zeitaufwendige Teil, Themensuche, am Laufenden bleiben, das ist natürlich etwas, ja, das relativ neu ist. So nach dem Motto, der soll lieber was arbeiten, der soll lieber was posten, statt den ganzen Tag nur auf Instagram rumzusurfen. Tatsächlich ist das meiner Ansicht nach ein ganz, ganz zentraler Bestandteil der Arbeit von Social Media Managern. Ja, und damit so viel zur ersten Social Media Art Donnerstagspredigt des neuen Jahres. Ich werfe jetzt nur noch mal einen näheren Blick in den Chat. Aber ich glaube, ja. Der Redaktionsplan gehört zum zweiten Bereich, zur Planung und Produktion der Inhalte. Genau, ganz wichtiger Punkt, Rotzöffel. Gut, man könnte ja argumentieren, dass man sich auch in der Freizeit up-to-date hält. Das ist ja auch ein Thema, das kenne ich von vielen Social-Media-Konferenzen, dasselbe mit dem Diensthandy. Man freut sich, wenn man ein Handy bekommt, das vom Unternehmen bezahlt wird, und die Frage ist, dann erwarten die auch, dass man in der Freizeit erreichbar ist. Es kann aber auf keinen Fall natürlich so sein, dass man als Social-Media-Manager sagt, mein gesamten Research mache ich in meiner Freizeit. Wie gesagt, im Idealfall, das ist, denke ich, das für uns alle, auch wenn Sie sich erinnern an den Gastvortrag von Thoman, grundsätzlich ein sehr erstrebenswerter Zustand ist, wenn man in einem Bereich arbeitet, für den man sich inhaltlich auch wirklich sehr interessiert, dann wird man da sowieso recht stark auf dem Laufenden sein. Deswegen ist eigentlich für alle Beteiligten vorteilhaft, für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer, für das Gesamtbild, wenn man einen Job hat, für den man sich wirklich interessiert. Klingt noch einen generischen Ratschlag, ist aber etwas, das eigentlich in unserer sehr kommunikationslastigen Social-Media-Welt durchaus, ja, auch von Unternehmen immer stärker erkannt wird. Auch dort, ich hatte vor kurzem, gar nicht mehr so kurzem eigentlich, war auch schon wieder ein Jahr her, sehr interessantes Gespräch mit der Recruiting, die Personalchefin von Microsoft Österreich. Und Microsoft geht zum Beispiel immer mehr dazu über, dort, wo das möglich ist, keine fixen Job-Descriptions zu haben, sondern Personen anzustellen und dann die Jobs rund um die Personen zu bauen. Und finde ich persönlich einen sehr sympathischen Ansatz. Ja, Social Media Manager, Content Strategy. Nächste Woche, nächsten Donnerstag dann mehr und genaue Details zu den Prüfungsmodalitäten. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche noch eine schöne restliche Woche und wir sehen uns dann am 14.